Montagmorgen, der haben wir heute Nikolaus, es müsste der 5.12. sein. Ich habe noch, was ist denn das schon wieder? Geht schon wieder gut los. Hab noch den 934 geladen. Fahre ich jetzt rüber nach Weilerbach, Krankenhaus. So ist ein bisschen dunkel, ne? Man sieht da ein bisschen blaues Licht an. Ich hoffe, das bringt was. nach Weilerbach ins Krankenhaus und dann Neustadt. Muss ich aber erst einmal nachfragen. Neustadt, Weinstraße, der 938. Wo der hingeht, weiß ich nicht. Vermute nach Hause. Mal gucken. Ich werde Weilerbach abladen, dann fahre ich rüber ins Industriegebiet Nord, werde dort ein paar Tropfen tanken. Einfach, ich bin spät dran heute Morgen. Schon 20 nach 6. Und ich. Um 7 sollte der Bagger da sein. Ich meine, das werde ich wohl schaffen, wenn kein Stau ist oder so. Aber. Halt ein bisschen sputen. Ein bisschen sputen. Deshalb gehe ich erst später tanken. Ja. Oh, haben wir mal den Fahrbahnteiler weggemacht hier. War nicht schlecht. Wir haben uns Zeit. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Kommt da noch ein Stockwerk drauf? Scheint so, ha? Warum ist hier zu? Warum ist hier zu? Fahr da einfach rein. Kann nicht mehr wie nicht gehen. Kann nicht mehr wie nicht gehen. Vielleicht ist die Anlage eingefroren. Ich weiß es nicht. Alles. Seltsam. Obwohl die Reifenwaschanlage geht, spritzt bis hier rüber die Sau. Guck, wo ich rumfahre. Ja, macht Sinn, ne? Später kannst du wieder nicht rausfahren. So, ich muss hier links runter. Wie immer eigentlich. Da vorne vor der große Haube. Da muss der Bagger hin. Das aber gerade so. Aber gerade so. So, hier gleich wieder rein. Sollte normalerweise, der Boden sollte gefroren sein. Ich gehe davon aus, ich kann reinfahren. Wenn der jetzt nicht gefroren ist, wann dann? Hier vor den großen Haufen muss ich. Der Haufe. Sorry. Rückwärts reinfahren. Oder? Ja. Machen wir so. Sorry. Also muss er da oder da hin? Irgendwo.
stehen. So. Alle Jacken, die ich noch habe. Anziehen. Dick bin ich eh schon, kommt es auf eine Jacke mehr oder weniger, kommt es auch nicht drauf an. So, der Leuchtfummel. Hier Pflicht und normalerweise Helm, aber ich bin ja jetzt so weit weg, ich ziehe jetzt keinen Helm auf. So, aber alles. Thank you.
nach 9. Ich bin in Ulmstadt. Ich hoffe, der Akku hält noch. Ich weiß nicht, wie voll der ist. Oder wie leer. Arolemate, den 938. Ich vermute, der geht nach Hause. Ist so eine Vermutung. Hier vorne für den Bahnhof. Weiß ich jetzt nicht. Und hat mitgemacht. Ich bin so frei und fahre hier durch. So, mal gucken. Der eine Bus hier muss wieder weg dahinter. Muss hier wieder rüber zu Hof. Aber der steht vorne. Kollege, mein Werkzeug ist schon weg. Thank you.
steht drüben im Hof, ich war schnell hier auf der Seite, ein bisschen abkehren. Jetzt fahre ich runter nach Rockenhausen, da steht noch der Brücher. Den hole ich auch hierher. Weil zu 100% weiß ich das noch gar nicht. Ich erreiche niemand. Aber ich weiß von der Kollegen, dass der Brecher fertig ist und der muss eh nach Hause, also fahre ich da jetzt mal hin. Kann nicht mehr wie falsch sein.
Also Straßen waren alle relativ frei. Ja, kaum was. Hat Schnee gelegt auf der Straße. Ja. Also ich werde jetzt mal abladen, der Brecher soll irgendwie da rein in die Halle oder so, aber das ist eigentlich gar kein Platz dafür. Mal gucken, wie wir das machen. Na, da stelle ich noch vorne dran. Weißt du, Geier. Ich denke, dann ist Feierabend für heute. Schön, oder? Also Feierabend, es ist, ja, es wird auch nicht weniger, ja, wir haben eh schon drei, ja, also den Tag heute verlieren wir nicht so viel, komm ich da weg, ja, nochmal vielen Dank an den, ich war eben gerade am Brecher abladen, an den Kollegen von der Cut in Frankenthal. Der ist gerade zufällig vorbeigefahren und hat mir ein paar Weihnachtsgeschenke da gelassen. Ich habe natürlich immer noch nichts. Ich muss da einfach dran gehen. Reicht das da am Bagger? Reicht am Bagger. Ja, wie gesagt, heute nichts mehr drin in die Halle. Ja. Morgen früh, denke ich, geht es normal weiter. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt noch schneit. Aber die Straßen werden morgen früh auf jeden Fall mehr geräumt sein wie heute. Das ist mal definitiv so. Ja. Hau.
wunderschönen guten Morgen. Oh, der Akku ist gleich leer. Ich lade. Dienstagmorgen. Kurz vor 7. Ich lade jetzt hier noch mal eine Maschine. Die geht noch mal raus. Ja. Obwohl die schon geputzt ist. Aber die geht nur raus, weil die andere Maschine, ich lade eine Walze, die geht rüber nach Weilerbach. Walze, das ist defekt. Deshalb lade ich jetzt die hier und tausche die in Weilerbach. Fängt wieder an zu regnen, ne? Katastrophe. Augenblick, mal noch schnell das Tor zu. Dann laden wir. So, was ihr noch mal erkennt, Schnee ist komplett weg. Wir haben 7 Grad plus. Seltsam, oder? Aber dafür regnet es halt jetzt. Aber gut, es ist November, beziehungsweise Quatsch, wir haben schon Dezember. Sorry. voll im falschen Film. Und Dezember haben wir. Voll im falschen Film. So, Axtal passt noch, das ist gut. Gut. Da hat man hier die Walze, die neben dem Brecher steht. Fahren die nach Weilerbach ins Klinikum, habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Ne? Ja, ich muss unbedingt mal, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, muss ich unbedingt mal Fahrzeug putzen innen drin. Aber eigentlich lohnt sich das gar nicht, weil einen halben Tag später sieht es wieder genauso aus. Wieder in Weilerbach. So sieht es fertig aus von außen irgendwann mal. Aber ich glaube, das habe ich schon 12 Mal erwähnt oder so. Angehört, als wäre eine Bremse zu oder so. Keine Ahnung.
klappen. Über Funk. Du. Ja, so. Also ich denke, die Walze, die kann eigentlich schon da hinten stehen, wo die Raupe sich bewegt. Oder steht sie hier vorne vielleicht? Keine Ahnung. Nee, die kann eigentlich schon da hinten stehen. Wo steht die Walz, die nicht geht? Ich nehme an, die steht da hinten, wo wir gerade auffüllen, oder? Ja, da hinten, wo der Schotterplatz ist. Okay. So, jetzt brauche ich die hier, weil wenn ich gerade hochfahre, setze ich auf. Also muss ich ein bisschen schräg rollen. Aber nicht auf. So. Ah, so schön die Sauerei. Das ist schon der Platz. An der Walze vorbeigefahren. Ich sehe sie gerade fahren. Ich sehe sie gerade hier vorne. Ich werde alt. Ich bin alt. Ja. Ja. Wieso habe ich die denn gesehen? Ich habe doch alles an. Kennt. Da links kommt sie gleich. Backe! Walze. Ach, das ist ja noch die scheiß Kleewalz. Ah, ne, der Ärmste, der. Ach Gott, wie krieg ich das Ding wieder geladen? Ah. So Clay, ich hab sie nicht gesehen.
Sightseeing-Tour. Drehe ich hier schnell. Schalt doch jetzt. Es ist die kleine Walse, ey. Das mag ich heute wieder gar nicht jetzt. Ne? Das Ding da drauf. Hat schmale Radstand. Ach Gott, na, echt zum Brechen hier. Vorbei. Ich habe bei der Bach die Walzen getauscht. Dann habe ich im Hof umgesattelt. Jetzt bin ich hier auf dem Weg auf den Messersbacher Hof. Beziehungsweise hinter dem Messersbacher Hof. Da oben ist irgendwo eine Anhöhe, da steht Holzerntemaschine. Ich dann und die geht dann nach Winterborn. Müsste eigentlich gleich da sein. Ich kenne die genaue Bezeichnung leider nicht, aber sowas muss das sein. Ja, steht da ein Auto drin. Fahren wir hier rum zu kurbeln. Ja, alles gut, passt schon. Und so fahren wir her wieder zurück.
Warte. Ich komme nach Hause hoch und dann hier runter. Ja, ja. Ja, ist gut. Ja, jetzt am besten drehen und dann ist man dann doch rückwärts heim und Auto ist. Ja, okay. Ja, gut. Ich fahre dann gerade mit dem Auto ein bisschen runter und mache die Chance zu. Ja, ist gut. Komm mal da dran vorbei. Weil ich muss hier vorne drauf fahren. Ich hänge hier den Hals ab. Hättest du mir halt schon gedacht, wenn wir jetzt umdrehen, rückwärts Rennstoße? Geht das dann? Ja, okay, ja. Kann ich dann am Bagger quasi vorbei? Ja, vorbei, ja, zur Zeit. Okay, alles klar. Ich geh gerade mal gucken. Alles gut. Ich geh mal schon. Tja, ich kann noch 5 Minuten warten. Ich hab. Speicherkarte war vorhin voll und ich hab's nicht gecheckt, Alter, wie ich schon wieder aussehe. Ist hier mitten drin im Wald. Tauwetter. Ich hab wieder den Matsch an der Socke hängen. Willst ja sauber halten, wenn's geht, ja, aber irgendwann geht's nicht. Also, warte mal noch kurz. Fahrer, sein Chef kommt noch her und dann. Dann fahren wir los. Ein Stück vorher, okay. Aber das hätte auch so gereicht. Also hier der Weg bin ich jetzt vorhin. Ich bin hier rum und bin dann rückwärts hier hochgefahren. Wie gesagt, leider war die Speicherkarte voll und ich habe es nicht gecheckt. Ich dachte, der Akku wär leer. Den habe ich dann erstmal getauscht. Aber der Akku war es gar nicht. Also leider die Speicherkarte. Ich kann alles lenken und lenken. Ne? Und es tut sich nichts, weil ich die Pumpe nicht an habe. So. Ach nee. Also wir fahren jetzt Richtung Winterborn. Das ist gute 40 Minuten von hier, würde ich sagen. Die nächste direkt wieder rechts rein. An dieser Kurve bin ich gescheitert. Da kam ich nicht rum. Dann sind wir wieder zurück, sind nach auf unseren Erzählplatz. Der ist ja gerade zwei, drei Minuten von hier Ruckerhausen. Und der Bagger dann abgeladen wird und mit der 2-Achs-Zugmaschine und dem 3-Achs-Hänger. Und dann den Bagger geladen und haben den dann dahinter geschafft an den Kindergarten. Da bin ich gescheitert, ja. Da kam ich nicht rum. Ich weiß auch gar nicht, hatte ich da einen 3-Achser dran oder hatte ich da sogar einen 4-Achser dran? Nicht mehr.
wie gesagt, auf meinen Zeltplatz abgeladen. Dann bin ich nach Hause, habe das Fahrzeug getauscht und bin dann mit dem Hängezug bin ich dann wieder hier runter. Wobei, bin ich dann der LKW gefahren oder ist dann jemand anderes gefahren? Das weiß ich nicht mehr. Dass noch ein Kollege dabei war, aber ich weiß nicht, ob der gefahren ist oder ob ich gefahren bin. Ich hoffe, die Kamera bleibt noch stehen. Straßenverhältnisse hier sind leider unwürdig. Ich hoffe, der Akku spielt noch so lange mit.
Sachen. Yeah.
eigentlich fit. Ja, leck mich fit. Dass es nicht machbar wäre oder so, ja, aber ich bin echt noch nie hier durchgefahren. Glaube ich gerade Premiere. Der Fahrer hier hat mir vorhin erzählt, es gibt diese Holzenthalt. Gibt es bis 60 Tonnen. Der Schwede und die müssen dann immer oft in solche Ecken. War die Straße gesperrt und wir hätten hier irgendwelche alte Sandsteinbauer in unseren Graben weggebackert. Könnte hier gewesen sein. Könnte hier gewesen sein.
an, ich fahre hier links den Schotterweg rein, oder? Ja, also mal laden hier auf den Weg ab. Vorfahren. Meine Jacke aber sie ich kann nicht verlegen. Dir vorstellst, dass die Apparate bis 60 Tonnen gehen? Brutal. So, falls wieder retour. Vorne dran, das ist das Feld. Das Feld an. Ja. Okay, bis gleich. So, noch kurz telefoniert, was ich jetzt als nächstes mache. Ich fahre jetzt von hier aus rüber nach Meisenheim. Steht ein R29. Da geht mit nach Hause. R29, der hat einen Löffel, hat zwei Löffel und einen Tilt-Rotator hat er dabei. Tilt-Rotator ist quasi, dass sich der Löffel vorne am Bagger dreht. Der Fahrer kommt raus. Ich fahre jetzt aber die andere Richtung hoch. Durchfahrt, die dann kommt, die ein bisschen enger ist. Ja, eng sind sie alle. Na, was ist los? Keine Lust zu lenken. Sorry, mach mal an. Ziehe, weil der so bescheiden lenkt. Aber ne, da habe ich die Lenkung nicht auf. Doch, Lenkung ist auf. Die Lenkung ist auf. So. Flut.
hierher. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Muss jetzt noch ein bisschen auf den Baggerfahrer warten. Er muss noch irgendwas mit dem Bagger laden. Irgendwelche Tanks oder weiß ja was. Die PCs oder so, ich habe keine Ahnung. Aber wenn die leer sind, können wir die auch so draufheben. Ne? Egal. Egal. So, der Hof sieht auch leer aus. Sehr gut. Sehr gut. So, eine Schranke fehlt. War ich das? Danke. So, alte Spann können wir abmachen. Schneidet in den Hals. Scheint zu ruhen, ha? Gucken, wie es da unten drin aussieht. Stark gedrehte Krieger. Das sollte passen. Zwei Löffel. Ach so, der muss seinen Sprittank. Ach so, oder einen Sprittank. Und der Tiltrotator, aber das wird jetzt ein bisschen stramm. Tank, der Löffel. So, der Löffel. Ich krieg nichts hinten dran. Ne? Ich krieg vielleicht der Anbauverdichter hinten das Schild. Der Tiltrotator. Vielleicht kann man den in den Löffel reinstellen und den dann auf den Hals. Das könnte eventuell gehen. Das hier vorne ist. Das, was hier vorne steht als erstes, das ist ein Tiltrotator. Hier ist toll. Damit kannst du mit dem Löffel kannst du in alle Richtungen arbeiten damit. Moin. Ich bin noch bei dem Bido. Bis gestern Abend beim Laden ist mir ein Schlauch weggeflogen. Haben wir jetzt heute Abend oder beziehungsweise heute Morgen haben wir den jetzt halt gemacht, geflickt und jetzt haben wir es 9.47 Uhr und jetzt roll ich Richtung Neustadt. Ach, Neustadt. Neunkirchen, so. Da habe ich noch ein Problem. Mein Licht hinten am Tieflader, Bremslicht, Blinker geht alles, geht kein Fahrlicht. Also ich habe irgendwo und kurz noch einen. Sorry. Es geht halt nichts hin. Wie gesagt, Bremslicht geht, Blinker geht. Vorne schreibt der Standlicht gestellt. Ja, aber das Einzige, was geht, ist auf der rechten Seite die Beleuchtung vom rot-weißen Schild vorne. Ansonsten ist die Tieflade komplett dunkel. Ich werde jetzt den Bagger noch auf die neue Baustelle fahren und dann fahre ich damit erstmal nach Hause wieder. Ja.
nicht abstelle oder machen lasse, lieber wäre es mir machen lassen, weil stehen ja halt bestimmt Rauch. Sogar abladen. Ja, Bordstein ist halt beschissen hoch. Aber hier kann ich drehen, hier kann ich alles machen. Hier vorne ist sogar ein Tor, ist sogar eine Einfahrt. So, gucken, dass ich mein Tiefbett nicht aufsetze, aber das sollte auch gehen.
einen, was ich mit Sicherheit eingrenzen kann, ist, auf meiner Kennels mein linkes, meine Lichter vom roten Schild vorne, die gehen jetzt wieder auf der linken Seite. Also ist es irgendwo, ab Schwanenhals hin hinaus Richtung Tiefbett, wo irgendwo ein Kurzschluss drin ist. Ich hänge jetzt wieder zusammen und dann fahre ich den Anbauverdichter, den habe ich ja jetzt noch geladen, den fahre ich jetzt nach Hause und werde vermutlich direkt in die Werkstatt fahren. Vermute ich. Und dann kann unser Elektriker kann mal gucken, ich rufe jetzt auch an gleich und sage dem, dass ich unterwegs bin. Dass er den Rest vom Tag nichts mehr anderes macht, braucht. Nee, der ist da eigentlich fit drin und der findet sowas eigentlich immer schnell. Hi, sorry, heute wieder in der Werkstatt. Haben die Gelegenheit genutzt, unser Elektriker wieder ganze Arbeit geleistet. Jetzt geht wieder so ziemlich alles, was an Elektrik nicht gegangen ist. Zeige ich euch gleich. Also der Fehler ist wohl von der Nummernschildbeleuchtung oder vom Rundumlicht gekommen hin. Eins von beiden war es und ist auf rechts wieder Licht, komplett links geht wieder alles, also so wie es halt sein soll. Und ich hab mal wieder in aller Ruhe abschmieren können, habe ich auch nicht so die Zeit dafür. Und ich habe die Halterung rechts von der, oder am Tieflader von der rot-weißen Beschilderung, die waren ja lose, die habe ich auch erneuert. Das ist jetzt auch wieder fest, sollte wieder fest sein. Jo. Sorry. Heute wieder ein sehr ruhiger Tag, was das Fahren angeht. Ich fahre zu meiner Halle morgen früh. Ich habe keine Ahnung, was ich morgen früh mache. Hab gefragt, aber das ist noch nicht sicher. Steht noch nicht fest. Ich fange um 7 Uhr an, oder beziehungsweise um 6:30 Uhr. Ich habe ja noch den Anbauverdichter habe ich immer noch geladen. Den lade ich dann morgen früh ab und dann schauen wir mal. Ne, für heute machen wir Schluss. Danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, trotz allem, obwohl es wieder eine sehr bescheidene, ruhige Folge war, dass es gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen wohlwollenden Kommentar, über ein Like oder ein Abo, wer es noch nicht dagelassen hat, würde ich mich riesig freuen. Ansonsten mache ich jetzt mein Tor auf. Machen wir Schluss. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Tschüss.